Leute und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Video auf diesem Kanal. Heute wieder Naruto Ultimate Ninja Heroes 2, der Phantom Fortress. Ich habe jetzt direkt bis zur nächsten Ebene gespielt, wo der nächste Traumraum ist. Und ich würde mal sagen, gehen wir direkt los zum Traumraum hin. Oder erstmal den Rätselraum. Wir gehen gleich über den Schatzraum. Ach, und bevor ich das tue, ich habe auf dem Weg nämlich ein Item gefunden, das story-relevant ist, also will ich das auch mal vorlesen. Nämlich ein Tagebuch. Jemand hat dieses alte Tagebuch zurückgelassen. Die täglichen Ereignisse sind darin aufgezeichnet. 12. Oktober. Gutes Wetter. Etwas Wundervolles ist heute passiert. Die Prinzessin machte uns allen ein Geschenk. Worte können nicht beschreiben, wie ich mich fühle. Ich kann nur sagen, es hat mich sehr glücklich gemacht. Ich mache ihr dafür auch etwas. Ich möchte ihr dafür auch etwas schenken. 17. Oktober. Gutes Wetter. Die Prinzessin scheint die Spieluhr zu mögen, die wir ihr geschenkt haben. Ich hoffe, sie bereitet ihr Freude. So. Aber die Seiten sind zerrissen und verblafft. Vieles ist nicht mehr lesbar. Genau, das haben wir im Prinzip auch in diesem Nebel andauernd gesehen, wenn wir den Siegel gebrochen haben. Da haben wir ja schon ein bisschen was davon gesehen. Alright, listen up. It's time for a pop quiz. Okay, Huka, was hast du dieses Mal für uns? Wie lautet Shojis nach Akimishi? Ja. Auf was ritt Gai, als er Naruto und die anderen als erstes Mal traf? Nihon Ningame. Also ich weiß, dass er das erste Mal auf dieser Schildkröte war. Das wird wahrscheinlich Ningame sein. Welche Blume kauft Sakura für Lee, als er bei der Schulenprüfung verletzt wurde? Narzissen, glaube ich. Das weiß ich nicht mehr. Oh, you answered all the questions correct? Natürlich. So, mal sehen, habe ich noch irgendwas. Ich habe aber keinen. Ah, okay, dann müssen wir doch den langen Weg nehmen. Ich nehme trotzdem das Item mit. Weil wieso nicht? Vorhin kommen wir wahrscheinlich so oder so gleich zu einem Heilkraftraum, also. Ja. Können wir gleich die Fähigkeiten auch wieder regenerieren. Und. Okay, Bombenkunai und sowas. Egal, machen wir doch mit in den Raum. Wieso nicht? Alright, it's time. Ich liebe die Musik. Okay. Ebiso, mach mal. Mitte ist er, jetzt ist er wieder in der Mitte. Ernsthaft jetzt. Komm schon, ein bisschen schwerer kann es doch wohl sein. Ah, Gott. Diesmal ist er hier. Und ich liege natürlich richtig. So, jetzt sollte es aber ein bisschen schwerer sein. Oh, ich habe ihn einmal verloren. Er ist trotzdem hier. Ich habe ihn schnell wiedergefunden. Obwohl die alle gleich aussehen. So, und ab in den Traumraum. Ah, oh, das nächste Siegelzeichen. Wir müssten jetzt auch das mit der Spieluhr, glaube ich, sehen, was in dem Tagebuch stand. Kakashi-sensei, what's this? Every time I peel a seal off, it happens. Kakashi gibt keine Antwort. Oh, Prinzessin Kazuma. It's beautiful. This castle dusk and the people living here too. Schloss Dämmerung. I have to make this
contentment and laughter. Das ist halt einfach noch eine Parallele dazu, dass Kasumi Princess Dusk ist. Und das Genjo ist also das Schloss Dämmerung. Princess. Aber das ist auch ziemlich offensichtlich. Kasumi dreht sich um und erblickt den Hauptmann der Wache, eine Hofdame und ein kleines Mädchen. What's the matter, everyone? Actually, we have a present for you. Ja, das haben wir ja gerade im Tagebuch gelesen. Das wird jetzt die Spieluhr sein. Ja, das ist. Und kleiner Spoiler, wir werden dieses Item auch noch finden. You're always caring for us, so. This is a token of our appreciation. We all chipped in to buy it. No, I just wanted you to be happy. That's all. Das ist eigentlich eine gute Prinzessin. Princess, just as you care about us, we also care about you. Princess, thanks to you, we're happy. We want you to be happy too. Everyone. Hey, let's listen to the music box. Yay, die Spieluhr anhören. Klingt mein, wenn ich mich recht erinnere, war sie auch recht schön. Yes. Wow. Ach, das war das. Das ist auch das Lied, was im Titelscreen Screen spielt. Pretty. Very pretty. Erstmal abwalben. Thank you, everyone. Kakashi-sensei. So it's true that Castle Dusk has something to do with the Mugenjo. Ja, natürlich. In fact, Castle Dusk may be the Mugenjo itself, and that princess called Kasumi is. Ja, der Erste, der es mal checkt. What's wrong, Kakashi-sensei? You look 1,000 miles away. No, nothing. Natürlich. Hm? I think what we saw is the memory of the castle itself, confined in the seal. Ja, der Erste, der es mal ausspricht. Meaning what exactly? Well, the memory of the castle before it became Mugenjo was recovered when the seal was peeled off. Mhm. Und Naruto checkt mal wieder gar nichts. When the castle was sealed, the memories of its inhabitants were sealed in with it, like spirits. Ja. You say so. Naruto checkt halt einfach gar nichts. Typisch Naruto. A little hard to get your head around, is it? Anyway, let's move on. Und gehen wir direkt auf die nächste Ebene. Und das auf der Heilkraftbaum. Kann man nochmal heilen. Zack. Und das ist das momentane Team, was ich schon aufgestellt habe. Das lasse ich auch mal so. Kann ich euch gleich noch zeigen, wie man mit Kakashi spielt. Und ich glaube, wir werden uns da unten auch gleich das Item noch holen. Oder? Ach, was soll's. Aber mal gucken. Ja, die wichtigen Items kriegen wir gleich so oder so durch den Storyverlauf. Das war jetzt nur das Tagebuch, was meine ich nicht mitten auf dem Weg war, was ich geholt habe. Aber das ist auch kein wichtiges Item, das ist einfach nur so ein kleiner, ja, Teaser, was im nächsten Traumraum kommt. Mit der Spieluhr am Ende. Ja, okay. Mit Kakashi gegen Kakashi kann ich schlecht zeigen, was er wirklich krass drauf hat. Auf jeden Fall ist er sau schnell. Das ist mir aufgefallen. Zack, zack. Ach, Mann. Okay. Komm schon. Danke. Jo, wie hoch. Oh, das war nicht gern. Komm, komm.
So, und versiegelt. Und nochmals aufs Maul. Ach komm schon, jetzt wird sie mich aber wahr. Zack. Nein, nein. Fuck. Komm her. Und holt hier auch noch. Zack. Bam. Jetzt bin ich im Sharingan-Modus. Wäre das jetzt ein anderer Charakter, würde ich sein Movement und seine Jutsus kopieren. Das kann ich gleich später nochmal zeigen, wenn ich einen anderen Gegner kriege. Nicht Kakashi ist. Ach komm, wir gehen einfach direkt weiter. Ich mache mal nochmal einen Rätselraum, wieso nicht? Wäre natürlich cool, wenn wir in der Folge noch einen dreimal Raum kriegen würden, aber es sind so viele Ebenen mittlerweile dazwischen, würde ich das Video auf eine Stunde kriegen. Das wäre nicht so eine Sache. Was wir in der Naruto eines Tages werden? Hokage natürlich. Das ist doch offensichtlich. Welche Farbe hat der Chakra des Neunschwänzigen, wenn Naruto außer sich ist? Rot, meine Lieblingsfarbe. Wer ist Gunas Untergebener? Hinata. Das ist Hinata, Kiba und Shino. Natürlich habe ich das. Und 14 Punkte, danke. Und so können wir uns tatsächlich einen Raum sparen. Muss auch einmal hier durch. Beziehungsweise ganzen Raum sparen wir uns nicht, weil ich gehe dann noch in den Schatzraum rein, weil wieso nicht. Wenn er dann mehr oder weniger schon auf dem Weg liegt. Und einmal Baum klettern. Mal sehen, wie hart ich es dieses Mal verkacke. Also schneller als bis 20 runter geht es nicht. Das habe ich schon ausprobiert. Also selbst wenn man alles einsammelt, kommt man halt auf 20. Das ist anstrengend. Also desto weiter hoch man kommt, desto mehr kommen so richtig enge Passagen hier. Wie das hier. Und da kann ich dann nicht so reden. Ah. Fuck! Mann! Ich wollte genau, dass das nicht passiert. Ja. Komm ich auf. Bisschen über 15. Habe ich zwar immer noch ein A, aber. Egal. Und bevor wir das machen, mache ich mal Fähigkeit. Sharingan, damit kann ich die Schrift kopieren und manchmal einen Baumkrieger dann weg. Ja, okay, dann Fähigkeit. So, dann nehmen wir Kagemane. Durch mal den Rätselraum auf den Baumkletterraum kopieren. Mir sind die Baumkletterräume ein bisschen zu anstrengend, deswegen habe ich momentan keine Lust auf die. Hey, noch mehr Rätsel. Mal sehen. Welche Fragen stellst du uns dieses Mal? Wovon ist Gaara besessen? Dem Shukaku, dem Einschwänzigen. Wen beschwört Kakashi? Pakun. Das ist ein Ninja-Hund. Wer ist Geist Untergebener? Shino Shoji Neji ist es. Neji, Tenten und Lee. Natürlich. Ich habe eine Ahnung davon. Ich beschäftige mich mit Naruto ja schon über 10 Jahre oder so. Ja, sogar noch länger. Chakra-Shifter. Das nehme ich noch gerne. Okay, Fähigkeit. Items. Ja, ich meine, Chakra-Shift bringt, dass ich schneller Chakra lade oder so. Oder dass ich für Jutsus weniger Chakra verbrauche oder sowas. Irgendwie so. Gebe ich natürlich Kiba, weil ich eigentlich immer mit Kiba spiele.
Er ist mehr oder minder mein Lieblingscharakter. Also ich mag in den alten Teilen seinen Kampfstil halt einfach am liebsten. Oh, Kampfraum. Und kriegen mal hoffentlich einen anderen als Kakashi als Gegner. Dann kann ich, ja, kann ich nämlich das mit Kakashis Ultima ein bisschen besser zeigen. So, erstmal einmal runterhauen. So, was tut man, das kann ich schon lange. Erstmal Chakra aufladen. Okay, das war ein bisschen verkackt. Komm her. Und zack. Und erstmal ein flammendes Schwert in die Fresse boxen. Zack. Und weg. So, und wie ihr seht, habe ich jetzt schon die Kampfpose von Lee. Ich kämpfe auch genauso wie er. Und ich kann seine Jutsus einsetzen. Was auch gut ist. Ah, das hat nicht so funktioniert. Okay, komm. Zack, zack, zack. Kannst du das Chakra? Komm. Zack, zack, zack. Und ich meine. Ja, genau. Ich kann auch das flammende Schwert als normales Jutsu einsetzen. Da war ja auch noch was. Und das andere Jutsu ist einfach so ein Angriffsjutsu, wo er seine Ninja-Hunde meine ich beschwört. Bin aber gerade nicht sicher. Dann geht die Folge jetzt schon. 16 Minuten. Ja, die zwei Räume können wir dann noch machen. Zack, wir planen, wir freimachen. Gehen hier lang. Ist nämlich auch kürzer und da haben wir einen Unterhaltungsraum. Nett. Ja, Iruka, dann gib uns mal deinen Popkurs. Wo übten Naruto und Ebisu vor der ersten Shunin-Prüfung Chakra-Kontrolle? In den heißen Quellen, dass Naruto die ganze Zeit ins Wasser geplumpst. Wer trägt gewöhnlich kein Stirnband? Oh, das weiß ich gar nicht. Trägt ihn und Stirnband? Ich weiß es nicht. Ich meine, sie trägt es am Arm. Oder so. Wer ist Geist Untergebener? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Wo trägt ihn und eine Stirnband? So? Ich weiß es gerade gar nicht. Tatsächlich. Ich weiß, es gab ein paar Charakter, die haben ihr Stirnband am Arm getragen. Weiß ich jetzt aber gerade gar nicht mehr, wer das genau war. Also Tenten weiß ich, die trägt es auf jeden Fall an der Stirn. Und Werkzeugschrift, okay. Eigentlich eher unnötig. Ich meine, das bringt einfach nur, dass ich schneller... Ja. Entweder den Schaden, den ich mache, wenn ich Werkzeuge verwende, oder dass ich schneller Werkzeuge finde im Kampf. Ist jetzt eigentlich auch irrelevant. Wir machen auf jeden Fall hier die eben noch fertig. Ja, den Unterhaltungsraum können wir noch machen. Und das in dem Pokal-Mano-Raum. Auf den habe ich gar keinen Bock. Muss ich später wegmachen. Das wäre hier aber in der Folge gar nicht mehr mitbekommen. Dann einfach schnell die Punkte weghauen. Und das war's. Schade. Man kann nicht immer gewinnen, beziehungsweise meistens verliert man. Eigentlich immer verliert man. Okay, dann gehen wir auf die nächste Ebene, gucken sie uns an. Okay, die werdet ihr später in der nächsten Folge eh nicht mehr sehen. Da sehen wir uns nämlich direkt wieder beim nächsten Kameraraum. So, und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Schreibt auch gerne was in die Kommentare. Etwas zur Folge bezogen wäre am besten. wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert diesen scheiß Kanal und damit ihr auch die Benachrichtigungen bekommt, aktiviert auch die Glocke
Und ich und Sönke haben jetzt einen Discord-Channel. Wäre auch schön, euch da zu sehen. Und ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.